So Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr den Airbus A319, 320 und 321 aus dem Cold and Dark Side aufweckt und rollbereit macht. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare, ich versuche sie euch zu beantworten und jetzt viel Spaß. So, recht herzlich willkommen hier im Cockpit und wie ihr seht, das Flugzeug schläft noch und das allererste, was wir machen müssen ist, wir gehen hier einmal in den ISCS-Screen von TOLIS, dann auf Loading Performance. Und jetzt müssen wir erstmal das Flugzeug mit Treibstoff planen für unseren heutigen Flug hier von Baden-Baden nach Girona. Brauchen wir 7,5 Tonnen. Das stellen wir unten einmal ein und klicken auf Quick Review Defuel. Und dann müssen wir noch schauen, dass unser Zero Fuel Weight dem unseres Flugplans entspricht. Wir haben jetzt ein Zero Fuel Weight von aktuell 58,4 Tonnen im Flugzeug. Wir brauchen 54,9 rund. Also können wir die ganzen Regler hier adjusten, quasi die ganzen Regler hier einstellen, sodass wir 54,9 Tonnen haben. Sobald wir das eingestellt haben, klicken wir auf Apply these Load Settings und das Flugzeug ist beladen. Sobald wir das erledigt haben, gehen wir einmal ins Overhead Panel und hier wollen wir sicherstellen, dass wir External Power zur Verfügung haben. Falls das nicht der Fall ist, gehen wir wieder in den ISCS Screen auf Ground Services. Und hier können wir die External Power aktivieren bzw. deaktivieren. Wir wollen jetzt haben, also wollen wir sicherstellen, dass der kleine Schalter hier auf 1 steht. Dann können wir die Batterien einschalten, Battery 1, Battery 2 und dann die External Power. Sobald wir das erledigt haben, wollen wir jetzt unser Overhead Panel einstellen. Und das machen wir, indem wir hier Panel für Panel von unten nach oben und von links nach rechts gehen. So. Wir fangen also hier unten an. Crew Supply geht an. Ground Control geht an. Das ist der Cockpit Voice Recorder und wenn der hier auf ansteht, dann nimmt der auch die Stimmen auf, obwohl die Triebwerke noch nicht laufen. Genau das wollen wir aktuell. Dann gehen wir weiter nach oben. Wir drehen unsere drei IRS-Switches in die NAV-Position. Dann machen wir hier unten unser NAV von Low Glide entweder auf 1 oder auf 2. Das ist total egal. Wir können unsere Seatbelt Signs anmachen. Die No Smoking Signs gehen in die Auto-Position. Und die Emergency Exit Lights werden gearmt. Dann können wir ja schon mal unsere Treibstoffpumpen anschalten. Sobald die weißen Lichter aus sind, gehen die Treibstoffpumpen in den automatischen Modus und gehen dann quasi an oder auch aus, wenn sie gebraucht oder eben nicht gebraucht werden. Dann können wir mit dem Fire Test weitermachen für Engine Number 1. Für die APU. Und für Engine Number 2. Wir schauen, dass hier alle Guards geschlossen sind, dass es hier keine weißen Lämpchen mehr gibt und dann können wir hier oben unser drittes Funkgerät anschalten. Danach geht es hier unten weiter. Wir drehen alle unsere Displays auf hell. Natürlich auch unsere MCDUs. Und wir können hier unten unsere Funkgeräte anschalten. Dann können wir hier weitermachen. Wir drehen den lokalen Luftdruck ein. Hier aktuell in Baden-Baden liegt er bei 1029 Hektopascal. Falls ihr in den USA fliegt, dann nutzt ihr die sogenannten Inches of Mercury. Ihr könnt das hier hinten umstellen auf den Altimeter und dann hier entsprechend den einstellen. Aber wir fliegen hier in Europa, deswegen nutzen wir Hektopascal und den QNH in dem Fall auf 1029. Wir können das Ganze hier auf 10 nautische Meilen drehen, das ist quasi der Zoom vom Navigation Display und unsere sogenannten Constraints anschalten. Genau das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Dann geht's mit den MCDUs weiter. Wir beginnen hier auf der Status Page und hier wollen wir erstmal sicherstellen, dass wir hier die korrekten Triebwerke haben. Wir haben hier die CFM56 Triebwerke in der MCDU und das sind auch die Triebwerke, mit denen unser Flugzeug ausgestattet ist. Dann wollen wir schauen, dass die aktuellen NAV-Daten aktiviert sind. Bei mir ist das tatsächlich auch der Fall, weil ich Navigraph, Charts und NAV-Daten habe. Bei euch, wenn ihr das nicht habt, dann könnte da etwas Älteres stehen, aber für Flight Simulator ist das auch gar kein Problem. Wir gehen auf die Init-Page. Hier geben wir einmal unser From und To ein, also Baden-Baden nach Girona, mein Fall, Echo Delta Sierra Bravo. Nach Lima Echo, Golf Echo. Und dann klicken wir auf Align IRS.
Dann geben wir unseren Alternate ein, also unseren Ausweichflughafen. In meinem Fall ist das Lima Echo Bravo Lima, das dürfte Barcelona sein. Hier kommt das Rufzeichen rein, in meinem Fall Sun Air 79 Golf. Das ist Sierra Delta Romeo 79 Golf. Dann der Kostindex, 10 in meinem Fall. Und meine Reiseflughöhe, Flight Level 370. Dann gehen wir auf die zweite Seite und in das TOLIS ICS. Wir gehen wieder auf Loading Performance. Wir geben einmal unseren Block Fuel ein, 7,5 Tonnen in meinem Fall. Dann unser Zero Fuel Weight, 54,9 Tonnen mit einem Schrägstrich und den Zero Fuel Weight CG. Also einmal das Gewicht ohne Treibstoff und der dazugehörige Schwerpunkt. Dann geht es auf die Flyplan Page. Dann klicken wir hier oben auf den Flughafen, auf dem wir uns aktuell befinden. Wir klicken auf Departure. Dann wählen wir unsere Startbahn aus, in meinem Fall Runway 03. Mit der Straßburg One Yankee Departure, Sierra Tango Romeo One Yankee. Wir gehen auf Temporary Flight Plan. Und auf Insert. Dann scrollen wir ganz runter bis zur Flight Plan Discontinuity. Da klicken wir dann auf den letzten Wegpunkt. Oder in meinem Fall ist es ein VUR. Könnte bei euch aber auch ein Wegpunkt sein vor der Discontinuity. Wir gehen auf Airways. Und hier geben wir jetzt unsere ganze Route ein. Auf die linke Seite gehören die Luftstraßen und auf die rechte Seite die Wegpunkte bzw. VORs, NDBs, was es nicht da sonst alles gibt. Und das machen wir jetzt einmal. Wir fliegen von Straßburg auf der Luftstraße Romeo 11 bis Oborn. So, falls wir jetzt ein Direct fliegen wollen, in meinem Fall fliegen wir Gilia Direct nach Golf Victor Alpha. Dann müssen wir einmal das Ganze inserten. Dann scrollen wir wieder runter bis zur Discontinuity. Wir wollen, wie gesagt, von Gilia Direct nach Golf Victor Alpha fliegen. Und das gebe ich jetzt einfach rein. Ich kann hier eintippen, Golf Victor Alpha. Dann klicke ich auf die Discontinuity. Und wie man sieht, fliege ich jetzt von Gilia Direct nach Golf Victor Alpha. Dann geht's von Golf Victor Alpha direkt nach Balsi. Ich klicke wieder auf die Flight Plan Discontinuity und auf Insert. Dann geht's wieder weiter mit einer Luftstraße. Wir gehen also wie gehabt auf den Wegpunkt und dann auf Airways. Und dann können wir ganz getrost weitermachen. Bravo Golf Romeo ist der letzte Wegpunkt, beziehungsweise VR. Wir gehen auf Insert. Dann können wir hier unten auf unsere Destination klicken, auf Arrival. Dann wählen wir unsere Piste aus. In meinem Fall ist das Runway 02. Und ich werde den VR Approach für die Runway 02 fliegen. Dann wähle ich meine STAR aus, meine Standard Terminal Arrival Route. Das ist die Bravo Golf Romeo 3 Kilo Arrival, also die hier. Dann gehe ich wieder auf Flight Plan und auf Insert. Dann sind wir auf der Route Page soweit fertig. Weiter geht's mit der RUTNAV Page. Hier kann man alle VURs, NDBs, ILS-Frequenzen, was auch immer einstellen. Wenn jetzt also zum Beispiel eine Departure fliegt, die zum Beispiel abhängig von irgendwelchen sogenannten NAV-Aids, also VURs, NDBs ist, dann kann man die hier problemlos eintragen. Auf der Straßburg One Yankee gibt es jetzt ein VUR, das Straßburg VUR Sierra Tango Romeo mit der Frequenz 115,6. Das ist hier oben auch schon vorausgewählt. Ich werde das mal bestätigen, indem ich es einfach nochmal eingebe. Und ein NDB gibt es auch, das Sierra Echo NDB. Das werde ich auch noch eintragen. Die VURs kommen immer nach hier oben und die NDBs, die kommen immer hier unten bei ADF1 oder ADF2 rein. Ich packe das jetzt, das VUR auf die linke Seite und das NDB packe ich auf die rechte Seite.
könnt die Frequenz eingeben, das reicht aber auch theoretisch, wenn ihr einfach nur das Kürzel eingibt, in meinem Fall eben Sierra Echo. So, dann sind wir auf der Rudnuff Page auch fertig. Da ich ja links das VOR ausgewählt habe und rechts das NDB, muss ich das Ganze auch hier einstellen. Ich habe links also das VOR, das steht hier auf VOR, und rechts habe ich das NDB, das heißt, ich stelle das Ganze hier auf ADF. Dasselbe mache ich hier auf der anderen Seite, hier steht schon auf VOR, hier kann ich es auf ADF stellen. Und hier unten steht dann die Frequenz drin von dem NDB, in dem Fall 412. Das Ganze finden wir auch hier wieder und das korrespondiert mit dem, was wir hier unten drin stehen haben. Weiter geht's mit der Performance Page. Die Seite ist sehr wichtig, weil wir hier unsere Performance Calculations für unseren Start eintragen werden. Dafür gehen wir wieder in den ISCS Screen. Und hier wieder auf Loading und Performance. Jetzt wählen wir hier unten unser Flap Setting aus. Ich werde jetzt mit Klappen 1 und F starten. Das heißt also, Flaps 1 sind die Vorflügel und das Plus F steht für die Flaps, die dann auch noch ausgefahren werden. Toga, Thrust brauche ich nicht. Wenn ihr hier Toga auswählt, dann wird das Flugzeug mit maximalem Startschub starten. Das brauchen wir aber nicht. Wir sind nicht allzu schwer und die Piste ist auch ausreichend lang. Also brauchen wir das nicht. Und jetzt bekommen wir hier unten wichtige Werte angezeigt. Wir bekommen hier einmal unsere Flex Temperature. Die werden wir hier eintragen. Wenn ihr mit Toga startet, werdet ihr keine Flex Temperature bekommen. Das heißt, ihr werdet hier auch nichts eintragen. Ich starte aber wie gesagt mit einer Flex Temperature. Dann bekommen wir hier unsere V-Speeds. 141. 141. 143. Ups. 143. So. Und dann haben wir hier noch unser Trim Setting, in dem Fall ab 0,2. Das wollen wir auch noch eingeben. Wir geben hier einmal unsere Klappen ein, in dem Fall 1. Wenn ihr mit 2 oder 3 startet, dann gebt ihr hier eben 2 oder 3 ein. Dann ein Schrägstrich. Und dann das, was hier steht. In meinem Fall ab 0,2. Da könnte aber auch DN, das steht für Down, stehen. Ja, das könnte da auch stehen. In meinem Fall steht hier wie gesagt ab 0,2. Und genau das schreibe ich hier rein. Dann kann das Ganze zumachen und wir sind auf der Performance Page fertig. Ich würde euch noch empfehlen, in der zweiten MCDU einfach die Flyplan Page aufzumachen. Wenn wir damit fertig sind, können wir hier noch unsere Initial Climb Currents eintragen. In meinem Fall ist das Flight Level 70, weil das Ganze so nämlich auf meiner Departure festgelegt ist. Das findet man auf der Karte. Und dann können wir die APU starten, indem wir einmal Master Switch drücken. Einen kleinen Augenblick warten. Und dann den Start Switch. Gleichzeitig wird sich auf dem unteren E-Cam Display die APU Page zeigen, auf der ihr quasi eure APU komplett überwachen könnt, alle Parameter einsehen könnt. Wir sehen jetzt hier die Drehzahl quasi von in Prozent von unserer APU und hier die Exhaust Gas Temperature, also die Abgastemperatur, die liegt gerade bei 700, na sogar 800 Grad Celsius, also ziemlich heiß. Und sobald die APU verfügbar ist, wird sich das Ganze hier zeigen. Die APU ist verfügbar, hier steht Avail. Das gleiche steht auch in dem Start Switch drin. Das heißt, wir können jetzt unsere Druckluft anmachen, unsere APU Bleed, die brauchen wir später für den Triebwerkstart. Und External Power brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir machen noch unser Beacon leider. Und dann können wir die Before Start Checklist lesen. Before Start Checklist, Copy Preparations complete. Signs on auto. ADIRS is aligned. Fuel quantity 7.5 tons. FMGS is set. Altimeter 1029. Down to the line. Wie ihr sehen könnt, stehen wir hier auf einer Parkposition, wo man ganz einfach rausfahren kann. Das heißt, wir brauchen kein Pushback. Das spart uns ein bisschen Zeit. Und wir können jetzt weitermachen mit der Before Start Checklist. Und zwar Below the Line, Windows und Doors. Close und Armed. Armed kann man daran erkennen, dass hier überall Slide steht. Das heißt, die Rutschen sind für den Notfall quasi scharf gestellt. Beacon Light is on. Mobile Phone off. Parking Brake is on. Before Start Checklist complete. Dann können wir jetzt mit dem Triebwerkstart weitermachen. Wir haben hier unten so einen kleinen netten Hebel. Oder, naja, Schalter. Den bewegen wir einmal in die Ignition Start Position. Jetzt sehen wir hier unten, dass wir tatsächlich genug Druckluft vorhanden haben. Wir brauchen jetzt hier ungefähr 40 PSI. Wir haben jetzt hier 41. Das heißt, wir können unser Triebwerk Nummer 2 starten. Sobald das Startventil wieder geschlossen ist, was jetzt der Fall ist,
Können wir das andere Triebwerk starten? Jetzt konntet ihr auch den ziemlich berühmt-berüchtigten Airbus Dog hören. Das ist ja kein Hund, sondern das ist eine kleine Einheit, die quasi dafür verantwortlich ist, den Hydraulikdruck zwischen den zwei Haupthydrauliksystemen auszugleichen. Das ist die sogenannte PTU, die Power Transfer Unit, und die macht eben solche Geräusche. Falls ihr also das nächste Mal an Bord eines A319-2021 seid, dann könnt ihr aber hinhören und dann wisst ihr Bescheid, das ist kein Hund, sondern die sogenannte PTU. Unser zweites Triebwerk ist jetzt auch am Laufen, das heißt, wir können einmal unser Wetterradar anschalten. Der Predictive Wind Shear Schalter geht in die automatische Position. Wir können unsere Speed Brakes armen. Der Engine Mode Selector, so heißt er hier, geht wieder in die Normposition. Wir können unsere Klappen setzen, wenn ihr euch daran erinnert. Wir haben Klappen 1. Wenn ihr mit 2 oder 3 departet, dann müsst ihr natürlich 2 oder 3 auswählen. Wir gehen auf die Fly Control Page. Hier setzen wir jetzt unseren Trim, wenn ihr euch erinnert, ab 0.2. Genau das drehen wir hier ein. Die Autobrakes gehen auf Max. Und die APU kann wieder aus. After Start Checklist. NTIs. Off. Ecam Status. Checked. Pitch Trim. Up 0.2. Rudder Trim. 0. After Start Checklist complete. Wir können jetzt auch einen Flight Control Check machen. Das heißt, wir machen einmal Rudder Left. Right. Elevators Aft. And Forward. Ailerons Left. Center. Right. Center. Und wir können einmal den Take-Off-Config-Button drücken. So. Dann können wir hier wieder drauf drücken. Jetzt ist das Ecam-System wieder im automatischen Modus. Und hier wird dann immer entsprechend die zur Flugphase passende Ecam-Page angezeigt. Wir können die Parkbremse lösen. Taxi-Light anmachen. Und wir bewegen uns schon. Okay, interessant. Und wir können es losrollen. Zum Holding Point, Runway 03. Übrigens, Leute, das hier ist eine Freeway-Szenerie vom Flughafen Karlsruhe Baden-Baden. Meiner Meinung nach ist die Szenerie absolut auf Paywall-Niveau. Lohnt sich. Link dazu ist in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne runterladen. Kostet nichts und sieht fantastisch aus. Während wir hier ganz genüsslich zur Startbahn rollen, können wir noch unser Terrain Radar anschalten, wenn wir das denn wollen. Und wir können hier einmal auf Forward Call drücken. Wenn wir das machen, steht der Cabin ready. Und genau das wollen wir. Ich hoffe, euch hat das Tutorial soweit weitergeholfen und auch etwas Spaß bereitet. Wenn ja, zeigt mir das doch mit einem Abo und einem Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Es bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.